Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Bratans, meine Bratinas. Ja, wir haben es 3:05. Ich fahre gleich mit dem Fahrrad los, dann treffe ich mich mit Paul. Später, wenn meine Mama mich angerufen hat, dann fahre ich nochmal eben zu meiner Oma. Mein Opa ist nicht da, der jetzt arbeiten. Weil meine Mama holt gerade meine Oma ab. Beziehungsweise wollte erstmal eben was anderes machen und dann meine Oma abholen. Keine Ahnung, ob die jetzt schon auf dem Weg nach Hause sind oder was auch immer. Weil meine Oma ist ins Krankenhaus gekommen, Samstag, also jetzt Samstag. Und die hätte vielleicht auch bis morgen bleiben müssen oder noch länger, aber zum Glück nicht. Weil die wussten das auch nicht so im Krankenhaus und meine Oma wusste das ja auch nicht so. Naja, auf jeden Fall kommt sie halt heute wieder raus, also ist jetzt schon raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich dann eben kurz dahin zu meiner Oma und zu meinem Opa nach Hause. Mein Opa ist ja arbeiten, meine Oma ist zu Hause dann mit meiner Mutter. Dann fahre ich da kurz hin, dann komme ich aber danach wieder. Ich habe das schon mit Paul abgeklärt, ich habe gesagt, dann soll er eben nach Hause fahren oder so. Ich bleibe da auch nicht lange oder so. Und dann komme ich danach wieder und dann fahre ich zu Paul. Und ja, also ich fahre jetzt erstmal los. Ich ziehe meine Jacke an, die ich über den Kopf ziehen muss. Die ziehe ich gleich an. Alter, ich laufe wie so ein Spasti durch die Gegend. Hab nichts zu tun. Tanzverbot 2.0. Der läuft auch immer hier durch die ganze Wohnung. Naja, ist ja auch scheißegal. Also ich laufe nicht mal durch die ganzen, aber ich laufe schon durch die Wohnung. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall fahre ich dann gleich los. Und dann treffe ich mich mit Paul. Und ja, so, ich fahre jetzt gleich los, habe jetzt meine Tasche am Rücken hier und ja, dann fahre ich gleich los, einmal Fahrrad raus, dann einmal rein hier, Garage zumachen und während die runtergeht, einmal wieder raus, aber zackig, nicht, dass ich hier gleich Kopf dazwischen habe oder so. Und dann, ja, fahre ich gleich los. So, ich war gerade eben beim Treffpunkt, wo wir uns treffen wollten, habe ihn angerufen, weil er ja nicht zurückgeschrieben hat, weil ich habe geschrieben, ich fahre jetzt los und er war noch nicht da und so. Naja, auf jeden Fall meinte er, ja, ich muss meine Maske suchen, die ist weg. Aber er hat zum Glück noch eine, aber die setzt er nicht so gerne auf. Deswegen, jetzt bin ich hier bei Paul in seinem Zimmer und er hat jetzt die andere Maske, wir fahren dann gleich los. Fahren gleich erstmal, keine Ahnung, Edeka oder so. Ich hab gestern mal, weil ich hab ja noch von dir da diesen. Ja? Diesen Lakritzlikör, den du auch getrunken hast. Habe ich aber gestern auch getrunken. Ach, den hast du noch? Ja, ich hab da noch von welche. Moin, Walter. Naja, wir gehen dann jetzt erstmal raus. Er muss sein Fahrrad aus dem Schuppen holen. Und ich muss kurz warten. Oder komm mit. Weil mein Fahrrad steht da vorne im Fahrradständer. Komm. So, wir sind jetzt hier im Schuppen. Er holt sein Fahrrad hier raus. Komm, geh weg. So, ich habe gerade nichts gefilmt. Also die ganze Zeit. Wir haben uns ein bisschen hier unterhalten. Auf jeden Fall, mein Bruder Jonas hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier von mir. Endlich 17 Jahre alt. Was ist da los? Nächstes Jahr 18, was? Nein, das Ding ist, ich habe das vergessen, was mir unangenehm war, weil ich die ganze Zeit an meine Oma gedacht habe. Familie halt. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn halt gratuliert und so noch und dies, das. Moin. Auf jeden Fall chillen wir hier. Er mit dem Energy. Zeig mal her. Dein Energy. Ach, da. Musst du das immer machen? Ja, geil. Was haben die denn? Oh, hab ich mich gerade eben verjagt, ey. Wahrscheinlich. Ach, du Scheiße. An wen ist das denn jetzt gerichtet? Ich dachte, das wäre an uns gerichtet. Dass wir winken sollen oder was. Keine Ahnung. War das der, ne? Ja, der.
Ja, wer denn sonst? Der da hinten, da würden wir uns nicht so erschrecken. So, ich habe noch meine Tasche im Rücken. Erstmal hier hinstellen und erstmal mein Energy rausholen. Man kennt ihn. Meine Mama hat mich angerufen. Ich habe sie dann gerade eben zurückgerufen. Auf jeden Fall so, Paul, ja, musst du jetzt hin zu deiner Oma oder was? Ich so, ja, weiß ich doch nicht. Aber ich kann ja auch hier bleiben und so. Ja, moin. Und etwas später dahin oder keine Ahnung. Wer ist das hier? Ist meine Mutter? Jetzt eine Menge Mai, ne? Moin, was ist? Boah, bei dir ist so windig. What's happened? Also, ich bin gerade bei der Jade Hochschule. Studentenheim. Ach so, das war ein Kumpel. Nee, das war seine Tante. Ah nein, weil ich Was? dachte, meine Mutter. Weil die ruft dich auch andauernd an. Was heißt andauernd? Aber wenn wir unterwegs sind. Schwein! Die berühmte Stelle, suchen wir euch jetzt mal, wo Mr. Yuan Erstmal hier rausreißen, ey, das ist ja eklig wo hier Mr. hinten. Yuan den Kopf geschossen hat. Mein Gott. Das ist da. Ach Mensch, ich hab mir den Kopf gestoßen und wenn du dir den Kopf schießt, dann sag ich auch nicht, ach guck mal, da hast du den Kopf Ja, also gestoßen. wenn ich dir noch sag, duck dich. Mein Gott, ey. Zweites Mal passiert das auch nicht. Aber, wo ich gestreamt habe, Paulus BFU, heute wieder um 20 Uhr ungefähr. Mich hat einer gefragt, wann kommt wieder ein Video mit dir? Eine. Eine, ich hab grad nicht mehr im Kopf. Das sind die Leute, die auch meine Videos schauen, meine Community, Ja, die dank aber. mir wahrscheinlich zu dir rübergegangen sind, weil sonst wären die ja nicht Ja, rübergegangen. Oder ja. sonst hätten die ja nicht da, Ja, ne? aber eine Person hat gefragt, wann wieder was mit dir fahren. Und ich frage mich, wann lädst du wieder was hoch? Ja, da freue ich mich auch. Aber Weil das sind Leute es von geht doch meiner. nicht, dass die Leute, die bei mir beschweren, dass du keine Videos machst. Ey, aber das Ding ist, das sind Leute von meiner Community halt, die ich mir aufgebaut habe, die Community so. Und da ich mal ein Video gemacht Wo habe, Alan auch dazu gesagt gesagt habe, hat, du Schmutz. machst YouTube dies, das und auch, ne, das ganze andere. Deswegen sind die jetzt bei dir auch. Sonst wären die da gar nicht. Die Leute, weil ich weiß ja, wer ist. Weil ich lese ja auch andere Kommentare und sehe ja, wer mich abonniert hat und bla und blub. Blablabla. Nicht? Nicht. Bau dir mal eine schöne Community auf. Klau mir Ich nicht immer glaub. die Leute. Ja, wenn du Die gehen alle zu dir und dann gehen die danach von mir weg, Ja! wa? Du Opfer. Nee, aber mein Channel ist auf meinem Hauptkanal. Lifestyler. Da werde ich jetzt auch versuchen, ein paar Vlogs zu machen. Ja, Weil aber wenn ich wie? das. Ja, wie? Mit einem Handy? Wo mit der Sonne? Mit dem Toastbrot? Ach, guck mal da. Nee, mit einer Kamera. Ja, wow, denkst du. Hallo, man sieht mich noch nicht. So, jetzt erstmal hier. Mein Energy raus und den ich die ganze Zeit rausholen wollte. Ich finde die Jacke ist geil. Welche, die du anhast? Ja, die Heute sogar. mal nicht in Jogginghose, mein Freund. Ja. Die Jacke ist neu. Die du gesehen hast, die schwarze, die habe ich auch neu. Ja, aber das ist so eine richtige Art. Aha. Und ich werde mir wahrscheinlich für 30 Euro Pullover und Dings holen. Und Ding? Hose. Was willst du die holen? Ist von Lukas Podolski, aber Lukas Podolski von Kind an, was mein Lieblingsspieler im Fußball. Moin, meiner ist Neymar, aber auch egal. Ja, ich meine jetzt Deutschland, ne? Ja, meiner allgemein. Ich habe keine Deutschen, so Allgemein, ihr seid ja auch Lieblingsspieler. immer diese Fans von Leuten, die viel Ruhm und Ehre haben. So, oh, guck mal, Ronaldo, ich bin der Fan, der hat so viel Geld. Ah, ich bin Mitglied. Ich bin. Mein Gott, ich bin nicht Fan, weil er. So, ne, was du gesagt hast, sondern einfach, weil er mein Lieblingsspieler ist und fertig. Ich bin ja auch nicht Fan von Bremen, weil Bremen mal gut war oder so, bin ich auch einmal Fan geworden oder was? Ja, weiß ich. Oder warum sind, oder die Bayern-Fans, die sind auch nicht Bayern-Fans, weil Bayern gut ist. Guck Ah, mal, und wenn einer gut ist, Bayern-Fans sind Gläubige.
Hey, aber guck mal, wenn einer gut ist und dann auf einmal schlecht ist, dann müsste man ja wieder weggehen. So, weißt du, Geht man nicht. ist ja nicht Fan, weil einer gut ist. Weißt du, ich lebe ja schon lange auf der Welt und früher so, Sag nicht ne? an, als ob du 80 bist. Ich Nein, bin ja aber schon ey. ganz lang auf der Welt, bin jung. Nee, aber früher war das so. Damals habe ich Fußball gespielt, aber mit dem Krückstock. Ey, was ich sagen wollte, Fußball früher, da war Bremen so gut, wo ich geboren bin und ich schon etwas älter war und so, sogar noch, wo ich in die Schule gekommen bin, ist Bremen ins DFB-Pokalfinale Ja. eingezogen, hat aber gegen Hamburg 0-1 oder ich weiß ja nicht, wo die gespielt haben, dann UEFA Cup Am verloren, ne? Fußballplatz wurde Aber das gemacht. andere, das haben die so locker mal eben im Elfmeterschießen, Alter, da hat Tim Wiese die Bälle aber gehalten wie sonst was. Ja, da war ich auch einmal beim Wrestling, habe ich geguckt. Ich so, ist das nicht der Torwart von Bremen? Der war Torwart bei Bremen, der war danach bei TSG Hoffenheim und dann auf einmal war der ganz von der Fläche verschwunden. Ja, ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Warum geht er denn weg da? Soll er doch bei Bremen bleiben? Bremen war der. Ach, ich Die verstehe solche einen Leute Jünger, nicht. cheaten die die. Blöd, Mann, halt's Maul. Hörst du auf? Bist du bekloppt oder was? Lass mich Stein da liegen, Alter. Wenn das wegfliegt, ne? Du denkst auch ein Windstoß und weg damit. Kann alles sein, aber wie leicht das Handy ist. Das Mein ist Handy. kein Handy, das ist meine Kamera, du Dussel. Und außerdem, meine Kamera, die habe ich da nur hingepackt, weil ich kein Stativ mitgenommen habe. Und zweitens, weil ich nicht wollte, dass du mich wieder filmst, weil dann nachher dein Arm wieder wehtut oder was. Und drittens, weiß ich auch Nee. nicht. Und viertens, weiß ich auch Ich nicht. hab gesagt, es ist genauso leicht wie ein Handy. Ja, du bist auch so leicht wie ein Handy. Ja. Schön, schön, schön. Ich kann alles, ich kann mehr zu. Ich kann zum Beispiel Motorrad fahren. Kann ich auch mit Übung. Aber Aber, ich wie alt kann bist du? Warte mal. 15. Ja, genau. Das habe ich jetzt schon beinahe wieder vergessen. Ich wollte die ein Jahr jünger machen. Nein. Was ich sagen wollte, mit 15 kannst du jetzt noch 125er fahren, weil das geändert wurde bis auf 16. Vorher war das, Fabian, dass du nur noch bis 14 oder was das hallo, war, Fabian, fahren kannst. du kannst zwar gut Motorrad fahren oder Speedway oder Cross oder was auch immer, dafür kann ich mehr Kampfsport. Aha. Aha! Mir auch egal. Mir auch Früher konnte egal. ich auch viel, wo ich Taekwondo gemacht habe, aber jetzt mache ich das ja auch nicht mehr. Ja, kannst ja nicht in Kolilona. So, aber das Ding ist, du kannst ja jetzt bis 1625er fahren, Ja, ne? aber ich will das Nein, gar nein, nicht. ich sag das nur, weil. Was ekelt Nee, was ich sagen wollte, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber. Genau, aber ich meine, das andere Alter, bevor das beschlossen wurde, dass sie jetzt bis 16 fahren darf, war glaube ich 14. 15? Doch, 14. Doch, doch, ich meine schon. Also ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall wurde das halt ja neu beschlossen. Vorletztes oder noch ein Jahr davor. Nee, das war da, wo ich noch 125er selber gefahren bin. Das ist ja schon etwas länger her. Da wurde es das beschlossen, dass das jetzt bis 16 ist und nicht mehr dem anderen Alter. Weil jetzt darfst du sogar noch bis 16 und noch 25er fahren. Das heißt, man sollte immer bei 50er anfangen oder bei 125er. Nie bei 250, weil sonst kannst du sowas nicht. Und 500er ist recht nicht. Also, das so, ne? Welchen fährst du? Ich fahre 500er. Ganz harter. Ja, aber ich kann ja nichts anderes mehr fahren. Ab 18 darfst du ja nicht mehr andere Klasse fahren. Und So, ich, und das Ding weißt du, was ist. ich fahre? Ich fahre Fahrrad. Nee, aber das Ding ist, weil du das gerade so alles gesagt hast, habe ich das gesagt. Also, wenn du anfangen würdest, ich würde dir raten, weil 50er bist zu alt für, dann müsstest du erstmal 120er fahren, bis du 16 bist. Welch Fabian? Ich fahre. So. Ich sag's mal, wo. Ich fahre nicht mit der 25er,
Ich fahre mit dem Auto zum Judo-Turnier und wenn dann halt Goethe. Obwohl beim Judo-Turnier kannst du Goethe gewinnen. Oder keine Ahnung. Beim Judo-Turnier, da gewinnt man, so wie bei Taekwondo und so, denken Sie, wie heißt das, eine Urkunde oder ein Pokal oder so, oder eine Plakette oder was. Aber ich meine, hier, wenn du deine Prüfung machst, dann kriegst du einen Gürtel. Du hast das wohl verwechselt. Ja. Ich habe ja Taekwondo gemacht, habe aber aufgehört damit. Ich hatte den gelben Gürtel. Den gelben Kindergürtel, weil ich noch nicht so alt war, dass ich Erwachsenengürtel machen muss, die Sachen und so. Dann wollte ich weitermachen, wollte eigentlich einen anderen Gürtel machen, bis ich dann aber gesagt habe, nee, ich mache nicht mehr weiter, ich höre auf, weil ich wollte nicht mehr. Wieso auch immer. Ja, weil ich habe aufgehört in dem Alter, wo ich hätte, wenn ich den nächsten Gürtel gemacht habe. Also der nächste Gürtel so wäre dann ein Erwachsenergürtel gewesen. Das heißt, ich hätte, glaube ich, den gelben nochmal machen müssen. So, weiß ich nicht. Weil man hat ja einen Kindergürtel und einen Erwachsenengürtel. So, ab einem bestimmten Alter machst du Erwachsenengürtel. Das heißt, du musst hier Dings halt andere Sachen, glaube ich, machen. So, und dann kriegst du den gelben, aber der sieht ein bisschen dann anders aus als der Kindergürtel. Aber ich glaube, der weiße Gürtel ist, glaube ich, alles gleich, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß das auch gar nicht, weil ich habe ja immer Kinderdings gemacht. Deswegen, ich weiß das nicht. Aber da ist, glaube ich, alles gleich, so mit Prüfungen und so. Und dann kommt der weiß-gelbe, da ist, glaube ich, auch noch alles gleich oder so. Keine Ahnung, eigentlich, oh, scheißegal alles. Ne, weil da, ja, machst du eh nur an deinen weißen Gürtel, so an den Seiten zwei Schnipsel dran, wegen, ja, dass du den gelb-weißen hast, also weiß-gelb so, und dann kriegst du danach, wenn du den gemacht hast, den gelben. Das heißt, wenn du Kinder, also bis zu einem bestimmten Alter machst du einen Kindergürtel, der sieht ein bisschen anders aus wie der von den Erwachsenen. Also halt ist eigentlich alles das gleiche, bloß halt. Ja, mehr gelb. Mehr, ne, so sieht der aus, der von den Erwachsenen, und der andere, der sieht nicht so aus wie der, sondern der hat halt ein bisschen noch mit weiß bei und so, weil man muss ja unterscheiden, was du da hast und was nicht. Weil wenn du so einen gleichen hast, dann weiß auch keiner, was hast du gemacht. Erwachsenengürtel oder dies oder das, aber das kann man nicht denken, bloß man kann sich auch nicht das Alter merken. Ich kann mir auch nicht Alter merken von, was weiß ich, wen. Zum Beispiel, ich wusste ja auch nicht, wie alt mein Trainer war oder so. Und ne, deswegen, man weiß das ja nicht. Der kann sich das ja auch nicht alles merken, weißt du? Und andere wissen das gar nicht, oder der weiß nicht, oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, der liebe Paul hat gerade mit meiner Mama. Junge, hör doch mal auf. Ey, Digga, bist du bescheuert, Blärt, Alter. Junge, meine Hose ist dreckig. Alter, Drecksack, Alter, meine Fresse. Ey. Ich kann sowas nicht haben, wenn meine Hose dreckig ist. Alter, wie sieht das denn aus, ey? So. Mein Gott, nee. Was ich sagen wollte, meine Mama hat gerade bei Paul angerufen. Ich habe angerufen. Ja, dann hast du ihm angerufen, mein Gott. Und dann hat meine Mama gesagt, dass ich heute nicht kommen brauche zu meiner Oma und zu meinem Opa, weil meine Oma sich ausruhen muss. Also hat sie das auch Alter, erledigt. ruft ihr jetzt schon wieder an? Ja, meine Mama. Ja? So, Paul ist da hinten am Telefonieren. Sieht man den überhaupt? Keine Ahnung. Er telefoniert da gerade. Und ja, mit wem weiß ich auch nicht. Ich habe ihn ja gefragt. Er so, sei doch mal leise, telefoniert gerade. Alter, wie meine Mutter oder so. Sei doch mal leise, telefoniert gerade. Mensch. Muss dir mal dein Sabbel dazugeben, dein Senf oder was? Hast du aufgelegt? Ja, Moment, wir sind alter Hamstermann. Er schmeißt hier mit Steinen durch die Gegend. Oder klopft mit Steinen irgendwo gegen. Ja, Moment. Gegen die Brücke. Oder gegen den anderen Stein. Was machst du da? Ja, ob du nun die Dose da triffst oder die Hecke brennt. Statt dass die Leute mal ihren Müll mitnehmen hier. Und hier sowieso nicht hinschmeißen, Mann. Nachher kommt hier einer und
Meckert dich an, weil du dir die Steine hinschmeißt. Guck mal da, da liegt auch schon wieder einer. Weil wer weiß, ob das erlaubt ist. Deswegen sind die da. Lass das lieber. Ja, bescheuerter geht echt nicht, ey. Mein Gott, ey. Ich so zu ihnen gerade, ja, hör doch auf jetzt. Was soll das? Ich nehme gleich die Dose und hau die da weg. Also pack die so weg. Er so, du lässt das. Und er nimmt einen Stein so. Ich sag, du, hörst du auf? Weil er wollte mich dann abwerfen, ne? So richtig bescheuert. Und dann habe ich die da liegen gelassen. Und er so, ja, was will ich denn hier die ganze Zeit? Ich will das da nur gegenschmeißen. Also einen Stein dagegen schmeißen. Ja, und dann sag ich, komm, ich setze mich doch auch nicht hin und hau den Stein die ganze Zeit dahin und versuche zu treffen. Meine Fresse. Was? Doch, kann ich, aber welcher Idiot setzt sich dahin? Ach toll, heute setze ich mich dahin und mache den ganzen Tag nichts. So, und nur den Stein da hinschmeißen, den nächsten und bloß treffen. Mensch. Mein Gott, welche Idioten da überhaupt ihr scheiß Müll hinschmeißen, ey. Ich hab mein Mikrofon vergessen. Ja, hab ich total vergessen. Es ist total windig. Ich hoffe, man hört mich. Ey, wie lange willst du noch telefonieren, sag mal? Ey, ich hau die da gleich weg. Ey, hörst du auf? Ja, wenn du meine Füße triffst oder so, ne? Ach, du hast aufgelegt. Ein Wunder ist passiert. Ja, das war meine Oma. Auf jeden Fall, mit wem hast du überhaupt telefoniert? Ja, mit wem hast du denn telefoniert? Leon, Pickel. Ja, moin. Ey, ab heute, doch ab heute sind wir die Friseure auf. Moin. Ich krieg aber einen Privatfriseur. Ja, ich auch. Also ich gehe morgen mit meiner Mutter zu ihrer Freundin und dann, Nö, die kommt zu uns. Ja, bei uns nicht. Ja, ihr seid doch hobbylos. Ja, du bist hobbylos mit deinem Scheiß hier. Nein, wir fahren dahin morgen Abend. Dann werden mir die Haare geschnitten, mit meiner Mutter werden, keine Ahnung, Haare geschnitten und andere Sachen noch veranstaltet. Die sieht sowieso aus wie Kraut und Rüben mit ihren Kopf da. Ja, ist doch wahr. Hätte ich jeden Tag ein Foto gemacht von meiner Mutter, ne? So wie du das gesagt hast, hätte ich ein Foto von ihr gemacht oder sie von sich selber. Ich glaube, dann würdest du nur denken, ach du Scheiße. Guck mal an, man sieht so aus, dann so, dann so, dann so. Guck mich an, würde ich das bei mir machen oder hätte das meine Mutter mal bei mir gemacht, dann hättest du vielleicht auch denken können, ach du Scheiße. Weil ich war auch mal dünner. So, ich habe auch ein bisschen zugenommen, ja, ein bisschen, ne? Ey, ich war viel dicker. Ja, aber guck mich an. Ich habe mal 60 Kilo gewogen. So, dann mal ein bisschen mehr, mal wieder ein bisschen weniger so. Und jetzt habe ich schon einmal so viel gewogen wie meine Oma. Einmal. Aber ich habe abgenommen. Zuletzt, wo ich beim Arzt war, habe ich 3, 4 Kilo abgenommen. Moin. Aber mein Opa immer, du bist viel zu fett und so, das ist ja gar nicht gut. Ja, aber wenn ich fett wäre, ne, dann wäre ich so breit, Alter, so ein Schrank. So, ich habe, wie viel habe ich gewogen? 70 Kilo oder 71. So, meine Oma hat genauso viel gewogen, wie die jetzt wiegt, wie viel weiß ich nicht. Und das Ding war, ich habe ein Jahr oder ein halbes Jahr davor. Fabian, jemand hat ohne uns vom Fluss getrunken. Das geht gar nicht. Bestimmt Alan. Ja, bestimmt war Alan hier. Oh, ich habe mich voll gesessen am Wochenende. Ich habe getanzt und dann habe ich kurz, habe ich getanzt, habe ich meine Mutter, habe ich getanzt. Nee, ey, was ich sagen wollte, ich habe ein Jahr davor oder ein halbes Jahr davor oder so, ja, habe ich 65 gewogen oder so, keine Ahnung. Etwas davor, so, das war nicht mal viel auseinander, so. Oder waren das 62, keine Ahnung. Davor habe ich auf jeden Fall 60 gewogen. Ich habe eine Zeit lang wirklich 60 Kilo gewogen. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wurden das halt mehr. Ich weiß nicht, ob das dann 62 oder 65 waren. Auf jeden Fall, ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht dick. Aber dann wurde das mehr. Dann habe ich so viel wie meine Oma gewogen. Die ist ja schon alt genug, ne?
viel älter als ich, und das ist ja schon peinlich genug. Aber dann war ich nochmal beim Arzt, weil ich da einen Termin hatte, und dann mussten die mich wiegen und messen, weil die was wissen wollten da. Und dann habe ich 3 oder 4 Kilo wieder abgenommen. Aber eigentlich, ich bin ja gar nicht fett. Bloß, ne? Mein Opa immer, ja, in deinem Alter sah ich nicht so aus. Guck mal auf den einen Foto, was da ist. Und so, da war ich 22, da sah ich nicht so aus. Ja, moin, moin, moin. Weißt du? Meine Oma, die sagt immer, hör doch auf, das ist doch nicht dick. Ja, ein bisschen rund innert. Früher war ich schlanker Hannes, gebe ich zu. Aber wenn man das so anguckt, dann sagt man doch nicht, ich bin dick. Weil andere Leute, die sind so dick, Alter, die sind, oh mein Gott. Da denkt man auch nur, die sitzen nur zocken, glotzen Fernsehen oder Oder so, Matcha, nur was ist Chips, Matcha? Matcha haben essen, auch für Energy Krankheit. trinken und Ey, sonst was. ey, Eistee, was. aber Matcha haben auch für Krankheit. Ja, aber in unserem Alter so denke ich auch nicht, dass da einer eine Krankheit hat. Guck dir die Leute an, die sitzen alle da und zocken und dies und das und gehen nicht mal raus und nichts und immer nur fressen und fressen. Was meinst du, wenn Alan, das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Ich will ihn nicht beleidigen, also ne? Aber wenn er nicht so viel Obst und Gemüse oder so essen würde, weil er mag ja keine Schokolade und das. Dann würde er wahrscheinlich, wenn so oft wie er mal drin ist, was heißt oft, ne, aber er geht ja auch mal raus, so ist das nicht. Andere gehen ja nie raus, so vielleicht mal kurz irgendwas einzukaufen, das war's, dann gehen die wieder rein. Nein, aber guck mal, das Ding ist, er ist ja jetzt schon ziemlich lange immer drin am Zocken und so, aber auch, wo wir uns immer getroffen haben, noch vor Corona und so, da war er auch oft drin zu zocken und so lange und so, würde er keine Weintrauben und so essen. Ich gebe den Brief und Siegel, würde er auch ein bisschen dicker sein. Ganz ehrlich, weil wenn du die ganze Zeit nur drinnen sitzt und zockst oder so und nichts anderes machst und nur in dir reinfrisst und trinkst das hier und Eistee und so, ja, dann ist es auch kein Wunder, wenn man fett wird, ey, das kommt davon. Guck mal, Tanzverbot zum Beispiel, ne? Der war früher auch immer richtig viel am Zocken und am Machen und Tun, ja. Und kein Wunder, dass man so fett ist. Und man muss auch dagegen was machen. Aber manche, die kapieren das nicht. Die interessiert das gar nicht. So, aber guck mich an. Das nennt man doch nicht fett. Ja, aber woher kommt das? So sehe ich jetzt auch, wenn meine Firma wissen, wie ich aussehe. Das kommt, wenn man Käppi auf hat. Zum Beispiel, wenn ich Rennen fahre, so, und ich habe Käppi auf, nach dem Lauf oder vor dem Lauf oder so, die ganze Zeit, wenn ich keinen Helm auf habe. So, dann sind die Haare dann nachher platt wie Sau und so richtig komisch. Ja klar, man setzt ja auch dann einen Helm auf und so, dann sind die auch noch durcheinander und so, du schwitzt und so, ne? Aber ganz ehrlich, auch wenn ich den ganzen Tag Cappy auf habe, so jetzt, dann sehen die auch schon manchmal nicht gerade gut aus. Und was soll das? Ich wollte das nicht. Hallo, kannst du nicht einmal was sagen? Mensch, ich wollte doch die Tasche hier haben. Also, Paul, nein, meine Tja, Tasche, die. woher sollte ich das denn wissen? Nee, ich meine, ich wollte die da nicht liegen haben. Weil Ja, ich ich will auch. da keine Flecken oder so drauf haben. Ist nicht böse gemeint, aber ich nehme die auch immer mit zur Schule. Und Ja, wenn die das. nehme ich auch mit zur Schule. Ja, aber wenn das dreckig ist, das sieht nicht so toll aus. Toll, 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 toll. Guck mal, das Ding ist, ich habe auch ein Hobby. Ich gehe viel raus und so. Klar, ich gucke viel YouTube, dies, das, aber zocken tue ich auch wenig. Und wenn, dann meistens FIFA oder so, weil ich muss mir eh noch wieder Gold holen. Wollte ich heute machen. Also ich fahre vielleicht später nochmal nach Hause oder so, wenn du nach Hause musst oder was. Dann können wir eben zu mir, keine Ahnung. Schnell, weißt du, dann hole ich eben Geld und dann fahre ich, wenn ich dich abgesetzt habe bei dir zu Hause, wenn wir da gewesen sind, du bist nach Hause, eben noch zur Tanke und hol mir da, oder im Laden oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, gibt's das überhaupt im Laden? Ach, ich hole lieber bei Tanke. Moin, ich wollte nur sagen, bei uns am Werderteich, wo die jetzt ungefähr, wo die jetzt. So, ich habe gerade ausgemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Was ich sagen wollte noch, ist besser, sich für 50 Euro was zu holen, also fürs ganze Jahr, so eine Karte da, aber ich habe keinen Bock für 50 Euro das zu holen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wenn ich muss mal ausrechnen, guck mal, ich habe die ersten 3 Monate, wenn ich Anfang des Jahres das hole, die ersten 3 Monate, so, dann habe ich die nächsten 3 Monate,
Und dann, ne, das sind ja 12 Monate. Und dann habe ich genau, warte, was habe ich jetzt gesagt? Ach so, ich habe 6. Ja, dann habe ich genau 6, also 2 mal 6 Monate, wenn ich für 3 Monate das hole. Das heißt, die ersten 3 Monate, dann ist das ja weg, dann die nächsten 3 Monate, dann nochmal 3 und nochmal 3. So, und dann gebe ich immer 20 € aus, dann wäre ich bei 80 €. Ist zwar ein bisschen teurer, als wenn ich mir für 50 € fürs ganze Jahr was hole. So, aber ich finde es einfach besser, weil, ja, keine Ahnung, wenn man das für ein ganzes Jahr holt, ja, man hat ja auch noch andere Verpflichtungen, andere Sachen und dann man spielt ja auch nicht jeden Tag und so, und dann das lohnt sich irgendwie auch nicht. Weil wenn man mal zum Beispiel weg ist, man weiß ja nicht, zum Beispiel du fliegst noch in Urlaub oder keine Ahnung oder sonst was passiert oder du musst dahin oder keine Ahnung, dann kannst du das auch wieder nicht benutzen. So, und dann hast du für 50 € da fürs ganze Jahr und kann man nicht benutzen. Dann wäre das besser für 3 Monate und ja. Sowieso, ich werde mir noch ein Spiel herunterladen, was ich dann mit einem Kumpel zusammen zocke und so. Ich habe mir auch vorgenommen, mal aufzunehmen, wenn ich zocke. Mal sehen, ob das auf dem Kanal hier oder auf dem zweiten hochgeladen wird. Auf jeden Fall bin ich mir nicht sicher. Ich werde aber erstmal mir heute eine Karte holen, wenn ich das noch schaffe. Ich denke mir schon. So, ne, und dann, wenn ich mir eine Karte geholt habe, die einlösen und so und da erstmal Sachen machen und dann, ja, mal gucken. Das Ding ist, meine Konsole ist voll. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da eigentlich nur so Spiele drauf, bis auf YouTube, dann Twitch, aber das wird mir nicht angezeigt, komischerweise, nur wenn ich das bei Suchen und überall eingebe, dann kann ich darauf und dann ist das, ja, keine Ahnung. Naja, und dann habe ich noch Spotify, das war's. Aber die ganzen Spiele, weil ich musste letztens schon was löschen, um FIFA zu installieren, ja, machen wohl viel Speicher weg, weil ich habe richtig viel Speicher. Also voll, so. Ja, ganz voll nicht, aber so, dass ich halt irgendwie kein Spiel mehr dingsens kann. Du kennst doch bei meinem Onkel den Sportplatz, den Teich, ne? Ja. Da hat ein Kumpel von mir gerade einen Zander gefangen. Moin. Lul. Hey, was war das denn? So, auf jeden Fall, wir chillen hier noch. Keine Ahnung, wie lange. Jens hatte recht. Wir pachten uns das und dann machen wir unser eigener Angelladen da auf. Jeder muss 100 € bezahlen, Eintritt. Wir sagten, wir hoffen, wir müssen was verdienen. Ich glaube, man hat dich gar nicht gesehen, oder? Nicht? Nee, ist egal. So, auf jeden Fall, Alter, ich frage mich, welche Leute ohne Scheiß schmeißen hier eine Dose hin, schmeißen hier einen Bierdeckel hin und lassen Ja, hier. Bierdeckel kann man ja verstehen, ne? Bierdeckel kann man nicht verstehen, man hat doch Mülleimer so. Und das Ding ist auch, wieso kann man hier Scherben liegen lassen, beziehungsweise allgemein hier was hinschmeißen oder wenn was runterfällt, oder so, hebt man das wieder auf. Nein, wer weiß, einer sieht das nicht und tritt da rein. Ach, Herr Jemini, mal ist die Sonne so weg hier und mal ist sie da und bla und bla. Naja, hier haben wir auch unsere Fahrräder. Hä? Hallo? Da. Hier haben wir natürlich auch abgeschlossen. Wer weiß, was da los ist. Wir sind ja hier. Zwar sehen wir die so, aber keine Ahnung. Sicher, sicher. So. Ich gehe hier nochmal ein bisschen hoch. Also das heißt ein bisschen, ich gehe hier hoch. Willst du gleich mitkommen? Kann die Sachen da liegen lassen. Klaut eh keiner. Dann gehen wir hier oben nochmal hin. Da, wie gesagt, Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder da. Ui, ja. So, hier waren vorhin welche. Oder hier sind noch 2 Autos. Ob da hinten noch welche stehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, haben die irgend sowas gehabt. Ich weiß nicht, was da drinne war. Aber nicht so ein Rucksack, sondern irgendwas. Ach, keine Ahnung. Und natürlich Schutzmasken. Ich dachte, hier ist überhaupt keiner. Hier ist zu oder was, ne? Komisch. Hallo, Paulchen? Ey. Ach, egal. So, auf jeden Fall hier. Da hinten, da kann man ja nicht mehr weiter, weil da ist ja zu.
Ja. Und an der Seite kann man auch nicht lang, weil an der einen Seite ist so ein pieksiges Teil da und auf der anderen Seite kann man irgendwie fast drüber, da ist nichts, aber da muss man auch überlassen. Aber wer will auch schon hin? Das hat ja alles seine Richtigkeit und Gründe und so. Naja, wer weiß, nachher passiert da auch noch was und dann liegst du am Wasser. So, da kann immer was passieren und dann hast du die Arschkarte gezogen. Was wolltest du sagen? Ich habe immer an dich geglaubt. Amen. Moin, da hinten ist die Brücke. Die ist oben. Geht eh nur zur Freundschaft runter. Ich weiß gar nicht, ob die runtergeht, wenn da überhaupt niemand ist. Weil die oben. Nee. Aber was soll man die unnötig runter machen? Na gut, da kann immer noch jemand kommen. Dann sollte man die lieber runter machen. Und da hinten geht Paul hoch. Sieht man ihn? Hallo. Ach, jetzt fühle ich mich auf falscher Seite, oder? Mal, warum, hä? Man hat nichts gesehen. Ach, da bist du ja. Jo. Was machst du denn? Ich wollte auch hier oben sein, ich wollte auch Jesus spielen. Jesus Christus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hallo. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nein, Amen. Ach so. Ich wurde Ich habe zwei konfirmiert. Arme, ne? Und Ja, ich wurde länger. konfirmiert. Du wurdest gar nichts. Nee. Wurde es nicht, ach Mensch, wie heißt das? Kommunion, Kommun. Ach, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall, die meisten, die sagen einfach nur Konfirmiert. Kommunion. Was, konfirmiert? Nein, du hast doch gesagt, du gehörst der anderen Kirche an, so. Ja, evangelisch bin ich. Ja, und das heißt ja nicht, du wurdest kommuniont oder so, sondern alle Leute sagen eigentlich nur Kommunion. So, Ah, aber du keine hattest ja Ahnung, nichts. ich So, kenne und mich nicht das, aus. was danach Ich kenne ist. mich nicht aus mit sowas. Nee, aber das, was danach ist, weil bei deiner Dingsens da gibt es ja noch was. Nach der Kommunion, da kommt ja noch irgendwas. Was danach ist, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Inflation. Ja. Auf jeden Fall wurde ich konfirmiert. Ich wurde gar nicht. Ja, du wurdest gar nichts. Das ist mir schon klar. Weil sonst wärst du nämlich mit 10, 11 oder was. Dann hättest du ja eine Kommunion, weil so früh hat man die dann mit 14 oder so, dann, oder. Kannst du mit 14 kannst du entscheiden, ich werde Jude. Nein, aber mit 14 oder so, hier, hat man dann das zweite, ich weiß nicht, wie das heißt, und danach hat man nichts mehr. Aber bei Konfirmation, da hat man nur das eine, und das war's. So, Paul und ich saßen dann gerade auf der Bank. Aber einer da hinten, einer da hinten, also so mit Abstand halt am Ende und so. Wir saßen hier, haben Musik gehört und so, hören immer noch Musik, haben uns ein bisschen unterhalten und so. Und jetzt gehen wir weiter, da hinten ist Paul. Paul, Paul, Paul. Alle mal Paulus, Piu, Piu. Und Lifestyler abonnieren, ganz wichtig. Und ja, ich habe den hier aus. Fasst du noch ein bisschen, ganz kleinen Schluck. Bist du bescheuert? So, hier jetzt hochlaufen und dann sind wir am anderen Ende am Arsch der Welt hier. Und dann müssen wir einmal wieder da lang, da lang, da lang und dann sind wir da, wo wir waren und da, wo die Fahrräder abgestellt sind und so weiter und so fort. So, Paul und ich sind jetzt weg von da, wo wir waren. Wir fahren jetzt zu ihm nach Hause. Er wollte eine andere Jacke und mir wäre beinahe die Käppi weggeflogen. So, wir sind jetzt hier bei Paul wieder, weil er hier eine andere Jacke anziehen wollte. Er hat gerade noch mit dem Fahrradladen Heini geschnackt, war da gerade, hat noch kurz seinen Reifen aufgepumpt, vorne und hinten, und sich selber auch noch aufgepumpt, Bizeps. Nein, Spaß. Auf jeden Fall zieht sich Paul eine andere Jacke an und dann fahren wir gleich Willst du was weiter. trinken? Ja, was denn? Ja. Ich weiß ja gar nicht, was du hier hast. Oh, ich hasse es. Und sowas ist auch der letzte Dreck. Hier, fast orange Mango. Yo, orange Mango. Mango. Wir tanzen Mango. Das schmeckt übrigens auch richtig geil. Fango Tango, was? Das schmeckt Was auch ist gut. das? Ja, zeig doch mal hin. Was ist denn das? Nasser.
Was ist das? Das ist, du kennst doch Bienenstich, ne? Hä? Bienenstich, Kuchen. Ja. Aber das ist nicht so ähnlich, aber das da drauf ist so ähnlich. Das ist da Aber drin. nur das Nutella da drin. Ach so, ich dachte die ganze Zeit. Das sah von hier so aus wie Spinat oder irgendwas. Ah! Willst du mich vergiften oder was? Nee. Spinat mit sowas drauf. Hä? Überlasse es nie wieder War was. das. Hä? Ist das neu? Nein. Hab ich, oder bin ich blind gewesen die letzten Male? Ja. So, wir trinken jetzt hier Orange Mango. So, wir sind hier wieder in seiner Hütte. Na, was machst du da? Ich hab das ja nur anders hin. Nee, eigentlich. Ich sag's dir eigentlich, mein Zockerbereich. So wie bei Montana Black. Er hat einen Zockerbereich und einen Bereich, wo sein Fernseher stand und so. Oh, ich liebe sowas. In seinem alten Ja, Haus, da gut, bei seinen ne, aber. Großeltern. Ja, aber das Ding ist, da koche ich Fernsehen und alles. Aber ich glaube, man merkt, dass mein Zockerbereich ist. Headset da, dann Headset da, Weißt du Kopfhörer. was? Essen, Du trinken. sitzt hier auf dem Stuhl und erstmal rubbelt die Katze. Ja, nur donnerstags. Spaß. Nur Donnerstag. Ja, also sitzt du doch auf dem Stuhl, man rubbelt die Katze. Nur Donnerstag. Hey, Spaß. Nein, aber du sagst es doch also. Muss ja was dran sein. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Ein bisschen Spaß muss sein. Leck mich am Arsch. Ich hoffe. Zeig mal her, das Ding. Ich muss das wieder festmachen. Was machst du? Zeig mal her. Hatte. Servus, zeig mal. Ja, hier mein Angelmesser. Toll, was ist daran jetzt so spannend? Gar nichts, einfach zeigen, was du machst, Mensch. Ja. Teilhaben lassen die Leute Mach. an dem, was du machst. Natürlich habe ich hier auch meine Fische, die ich gefangen habe. Einmal Also. so ein und einmal so ein. Die sind sehr elastisch. Oh. Lul. Hey, das ist kaputt. Das hättest du lieber mal lassen sollen. Ich habe noch 20.000 Dinge. Wofür sind die? Wofür sind die? Idee, wieso ist da ein Wofür Augenmesser? sind die? Warte! Ihhh. Oh, du hast ein Auge weg. Nee, warte, ist er sofort dran. Hier kann man gut erkennen. Da ist die Kamera. Immer noch, ja. Da kommt der Haken dran. Also, der wird so durchgeschoben. Ja. Dann guckt er hier oben raus Ja. und dann ziehst du ihn durchs Und wofür Wasser. ist das denn? Für Also. Raubfische. Aha. Mein Kumpel hat seinen Kasten hier gelassen. Aus welchen Gründen auch immer? Ja, ich habe mich auch Ich gefragt. setze mich mal kurz hier ein bisschen chillen auf. Du sitzt auf meinem Schlafbereich. Ja, auf dem Wegsbereich. Moin. Muss man jetzt hier da wissen. Das war mein Kumpel. So sieht das Ganze dann aus. Mit den Haken und dann ziehst du ihn durchs Wasser. Ich glaube, du solltest echt mal auf den Hauptkanal mit dem Video machen, den du den ganzen Tag angelst. Ja, kann ich mal machen. Würde ich aber nicht. Ein Dass er bisschen. den hat. Das finde ich so richtig scheiße, weil ich wollte den eigentlich. Jetzt ziehst du auch durchs Wasser. Der hat ihn schon benutzt. Eklig. Aber ich bin ja vernünftig. Ich klaue nicht einfach seine Sachen. Warum hat er es überhaupt hier gelassen? Ja, weil er manchmal bei mir ist. Manchmal, aber nur manchmal. Ja, jetzt kann er nicht mehr wegen Corona. Aber. Darf er nicht wahrscheinlich. Ja. Alles eigentlich ein sehr guter Angelkollege von mir auch. Freund von mir. Ich mag ihn gern. Kollege, Kollege Schnürschuh. Hier, Fabian, wenn du mal heiraten willst, sag ich dir,
Hier kannst du die Ringe aufbewahren. Und dann drehst du das aus. Also wie so ein kleiner Teller. Und machst das. Super, aber das sieht man das so durch. Wenn das eine Überraschung sein soll, das soll das nicht so. Ach, was für Überraschung. Wann heiratest du denn? Ich heirate gar nicht, das ist mir zu teuer. Hochzeitsnacht Ja, Hochzeitsnacht. ab in die Türkei und dann machst du da deine, wie nennt sich das noch? Flitterwochen in der Türkei, die Hochzeitsnacht. Ja, ich lass auf. In der Türkei, was denkst du denn? Da hast du eine Freundin? Sei Julia. ehrlich! Das ist Julia! Ach so, ich habe Meine gelesen. Fresse, Ich Alter. habe gelesen, Baby. Ich stehe Ja, ich doch bin ein ganz blödes klar Gefühl. und drauf, Julia. Julian, Nessie, wollte ich schon sagen. Oh, Junge, du Nein, bist ja auch. Julia und Emma haben das gleiche Profilbild. Julia. Sagt er, dann legt er auf, ich gehe duschen, Ball. Ja, wieso rufst du mich dann an? Hallo? Logik? Logik! Ruf mal die Logik an. Was machst du? Das gibt's nicht, ey. Warum muss man Der kriegt immer. jetzt Ärger von mir. Ja, aber warum muss man. Ey, ganz ehrlich, wenn du Fragezeichen, Ausrufezeichen, was auch immer benutzt, da macht kein Leerzeichen dazwischen und keine Klammer. Wenn du eine Klammer benutzt, dann beende die Klammer auch. Okay? Sowas, bei sowas raste ich wirklich aus. Das geht gar nicht. Hier, guckt das euch an. Sieht man gar nicht, gell? Aha. Halt mal nochmal. Sieht man das? Zeig nochmal. Muss man schon. Ich weiß auch nicht. Also irgendwas ist da doch faul. Na egal. Solange man uns sieht, ist auch egal. Ach, du hast mich Fabian eingespeichert. Fabian. Ja, mit Lilo. Mit Wo Nilo Nina. meine Brille aufgesetzt hat, weil wessen wollte deine Nina. Brille au aussehen? Nina. Kerzlein, Kerzlein an der Wand. Wer hat dich am Finger verbrannt? Hokus pokus fidus. Ich mal was sagen? Dann wurde ich. Rammstein, so ein Lied. Lämmchen. Was du da gerade gesagt hast, das könnte echt so irgendwas von Rammstein sein. Was? Kerzlein an der Wand. Kerzlein, Kerzlein an der Wand. Wer hat sich am Finger verbrannt? Kerzlein, Eckstein. Kerzlein an der Wand. Wer hat sich am Finger verbrannt? Dö, Rammstein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Davon gibt es sogar ein Lied. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja, weiter. Ja, wenn ich das wüsste, da gibt es irgendwo ein Lied von, glaube Also, guck dich scheiß doch mal. Ah. Bäh, du Schwein, Hey, ey. die Sagst du mir, ich bin ein Schwein, ich rülps, aber mach das selbst, gell? ich darf das. Zwei Mütze. Das wär's ja noch. Ach, da. Dann von Feuerzeug. Da hat deine So. Mutter mir geschenkt. Das hatte ich, glaube ich, auch mal. Genau das gleiche. Wetten, das ist das. Das hat deine Mutter mir geschenkt, das weiß sie selbst. Das. Ja, aber ich hatte auch mal so eins. Auch nicht. So, es ist gleich schon 9:30 Uhr. Ich habe die ganze Zeit nichts gefilmt mehr. Und ja, auf jeden Fall bin ich zu Hause. Paul ist auch. Oh, Paul ist auch zu Hause. Und ja, auf jeden Fall habe ich gerade eben gegessen. Und zwar Kartoffeln mit Hackfleisch und Schafskäse so. Schafskäseauflauf oder wie das heißt. So. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier unten. Ach so, meine Tasche ist doch oben, oder? Wo habe ich denn meine Tasche? Nö, die ist oben anscheinend. Die habe ich oben. Ja, weil ich wollte mein Energy da rausholen. Die habe ich oben. Die Tasche hier im Flur, glaube ich, oder? Doch, da ist sie. So, ich gehe jetzt in mein anderes Zimmer, muss einmal hier Licht anmachen, damit ich was sehe. Weil ich bin ja nachtblind. Kappa, also nicht. Das wäre ja nicht gut, wenn ich nachtblind wäre. So.
So, jetzt gucke ich noch ein bisschen YouTube oder so. Noch ein bisschen Chili Vanille hier. So, ich sitze jetzt in meinem Zimmer, habe meine Konsole an, guck da jetzt Monte, trink den Das anderen war schon eine Energy, Menge, da habe ich viel den gemacht. Also zweiten. was jetzt habe ich sehr, habe ich Den sehr anderen, den viel habt ihr ja gemacht. schon gesehen. Schnauze. Und Schnauze. ja. Ja, du Dreckschmutziger. Ja, jetzt ist wieder Ruhe hier. Komm, Mach das Pferd. Du Mann, komm, 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 raus. komm, komm. Mach aus, Digga, nicht, dass da was Schlimmes sein. Ja, Bruder, man fühlt das. Aber ey, diese Videos an die Am Kamera besten ist das rücken. hier, Chat. Warte, ich spiele euch nur den Sound vor. Das darf man auch niemals löschen. Oh, wie Mach's nicht so spannend, scheiße. Bruder, mach's nicht so spannend. Ja, komm! Oh, Jetzt mach das Pferd hoch. Halt das Pferd hoch. Oh! Ach du Scheiße, Nero! Bam, 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 bam. So, liebe Leute von heute. Ja, ich beende jetzt mal das Video, sonst wird das viel zu lang und das guckt sich eh kein Schwein an. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, einen Kommentar und ein Abo und Tschüsschen. Lelelelele